Diese Website verwendet Cookies für Analysen, personalisierte Inhalte und Werbung. Indem Sie diese Website nutzen, erklären Sie sich mit dieser Verwendung einverstanden. Weitere Informationen: Urheberrecht. Gerti Reinhard Grindel hat sich negativ über die Durchführung des Videobeweis geäußert. Reinhard Grindel hat sich nach dem ersten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison über den in der Kritik stehenden Videobeweis geäußert. Die Schiedsrichter hätten ohne Grundlage in das Spielgeschehen eingegriffen, sagte der DFB-Präsident bei der Gala des Sportbild Awards. Das könnte sie auch interessieren. TV-Quoten eingebrochen, haben die Zuschauer die Lust an der Bundesliga verloren. Grindel reagierte damit auf die zahlreiche Kritik, die nach dem Auftakt der neuen Saison auf die sehr aktiven Videoassistenten eingeprasselt war. Er hofft auf eine baldige Besserung und wünscht sich eine deutlich unauffälligere Arbeitsweise. Es sind Videoassistenten und keine Videoschiedsrichter mehr. Uli Hoeneß poltert wegen Videobeweis. Gündogan: Teilweise wurde die Grenze zum Rassismus überschritten. Fehler hat der Mann im Keller gemacht, nachdem der Videobeweis in der Pioniersaison 17/18 bereits mehrfach kritisch beäugt wurde, sollte er über die Sommerpause hinweg verbessert werden. Als Benchmark galt dabei die Arbeit der Videoassistenten bei der WM 2018, die nur spärlich in die Partien eingegriffen hatten. Empörung über Videobeweis nach erstem Spieltag. Bei mehreren Partien des Wochenendes aber keimte bei Fans und Verantwortlichen der Verdacht auf, dass die Assistenten aus Köln zu oft eingegriffen hatten. So etwa bei den Spielen zwischen dem FC Bayern München und der TSG 1899 Hoffenheim oder dem FC Schalke 04 und dem VfL Wolfsburg. Dr. Jochen Drees, künftiger Leiter des Bereichs Videobeweis, hatte Ähnliches bereits bei Sky verlauten lassen: Der Schiedsrichter ist der Chef und der Schiedsrichter hat die Entscheidung auch zu treffen und zu transportieren. Wir sehen da auch Bedarf, dass wir die beteiligten Personen noch mehr sensibilisieren, mehr auf MSN für weitere Videos klicken. Herrlich vor Saisonstart, Ansprüche und Erwartungen sind höher. O-Töne 1-3, Heiko Herrlich, Trainer. Bayer Leverkusen: Die Ansprüche und Erwartungen sind höher, wir sind mittlerweile ein richtiger Traditionsverein und darauf kann man stolz sein. Zum Ausfall von Lars Bender: Das Risiko ist zu groß. Sieht XLSMP. Weitere Informationen: Leverkusen, 24. August. Sieg Bayer Leverkusen muss beim Saisonauftakt der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag 18.30 Uhr Sky auf die Zwillinge Lars und Sven Bender verzichten. Hoffnung besteht dagegen bei Charles Aranguiz. Bei Lars und Sven ist mir das Risiko zu groß. Charles wird zum Kader gehören, wenn er auch beim Abschlusstraining keine Probleme hat, sagte Trainer Heiko Herrlich am Freitag. Lars Bender behindert eine Außenbandzerrung im rechten Knie, Sven Bender klagt über Probleme am Sprunggelenk. Mittelfeldstratege Aranguiz klagte zuletzt über Knie- und Achillessehnenprobleme, konnte aber nach Angaben von Herrlich in den vergangenen Tagen beschwerdefrei trainieren. Herrlich fehlen mit Sicherheit die langzeitverletzten Julian Baumgartlinger, Innenbandriss, Joel Poyanpalo, Durchblutungsstörungen und Panagiotis Retsos, Sehneneinriss. Auch die Torhüter Lukas Hradecki, Kiefer-OP-Runde, Klammer, und Thorsten Kirschbaum, Muskelhöhenriss, sind zum Saisonstart nicht dabei. Herrlich setzt gegen Gladbach auf Routinier Ramazan Özcan zwischen den Pfosten. Der 19 Jahre alte Thomas Kurz zählt als Ersatz am Samstag erstmals zum Bundesliga-Aufgebot der Werkself. Sieht nächste Etappe der WM-Analyse. Löw spricht im DFB-Präsidium vor nächste Etappe in der WM-Aufarbeitung für Joachim Löw. In München stellt der Bundestrainer dem DFB-Präsidium am Freitag seine WM-Analyse vor. Bei einer Sitzung des Gremiums soll Löw erklären, wie der Weg der Nationalmannschaft aus der Krise nach dem WM-Debakel aussehen soll.
Bei dem Zusammenkommen wird es auch um die von Oliver Bierhoff verantworteten Marketingmaßnahmen rund um die Nationalmannschaft gehen. Bereits am Dienstag hatte Löw seine Ergebnisse bei einem Gipfeltreffen mehreren Clubmanagern und der DFL-Führungsspitze vorgestellt. Am kommenden Mittwoch wird der Bundestrainer seine Pläne und Ansichten der Öffentlichkeit mitteilen. ZXJWMP Sitzorg über BVB Neustadt konnten mehr als erwartet umsetzen. O-Ton 1-4, Michael Zorc, Sportdirektor Borussia Dortmund: Wir konnten mehr als erwartet umsetzen, wir schauen sehr hoffnungsvoll auf die neue Saison. Feiert am Samstag seinen 56. Geburtstag: Ich wünsche mir einen guten Saisonstart, wir haben einen Neustart ausgerufen, ZXSHMP. Weitere Informationen: Roman Bürki hat das Duell um den Platz im Tor beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund gegen seinen Schweizer Landsmann Marvin Hitz für sich entschieden. Roman wird unsere Nummer 1, sagte der neue BVB-Trainer Lucien Favre am Freitag bei der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Auftakt der Schwarz-Gelben gegen RB Leipzig, Sonntag, 18.00 Uhr, Sky. Damit geht der 27-jährige Bürki auch in sein viertes Dortmunder Jahr als Stammkeeper. Ob diese Regelung nur für die Liga oder für alle Wettbewerbe gilt, ließ Favre offen. Hitz, 30, wurde zur neuen Saison ablösefrei vom FC Augsburg verpflichtet, nachdem der 2014er Weltmeister Roman Weidenfeller seine Karriere beendet hatte. Einen Startelf-Einsatz des 20-Millionen-Zugangs Axel Witzel ließ Favre offen. Er hatte noch nicht viel gespielt. Wir wissen noch nicht, ob er schon bereit ist für 90 Minuten. Fraglich ist zudem, ob Favre gegen RB auf Flügelspieler Marius Wolf, 23, zurückgreifen kann, der sich am Donnerstag im Training verletzt hatte. Er wird am Samstag probieren zu trainieren. Ich weiß noch nicht, ob er spielen kann. BVB-Sportdirektor Michael Zorc bemühte sich, nach der Verkündung der wirtschaftlichen Rekordzahlen im abgelaufenen Geschäftsjahr die Erwartungen zu dämpfen. Von einem Angriff auf Serienmeister Bayern München könne keine Rede sein, so Zorc. Wir benutzen den Begriff Bayernjäger nicht. Wir wollen aus unseren Möglichkeiten das Beste herausholen. Wir haben einen Neustart ausgerufen. Das braucht Zeit. Für uns ist unerheblich, wo der FC Bayern steht. ZMHTL ZIT Feedback an MSN senden. Was können wir besser machen? Gesamtwertung für Website.